Matthias grüßt dich. Was? Na, hallo. Hallo, hallo Smoko. Wer sind Sie denn? Warte mal kurz. Hallo? Na? Ja, sag mal, ist Red schon raus? Ich hoffe, Harley trifft auf Smoker und versohlt ihm den Hintern. Was hast du denn gegen Smoker, Adriok? Was hast du denn gegen Smoker? Ja, ich bin da. Aber die Frage ist, ob Red noch im Behandlungszimmer ist, weil er bei euch nicht steht. Als wenn Smoker sich bewerbt. Ja gut, dann gehe ich gleich nochmal rein. Ja, die habe ich auch, Richard. Die Senseo-Switch, die habe ich auch. Ja, die habe ich auch. Bin jetzt viermal bei mir. Moin. Hallo? Na, hallo, wer sind Sie denn? Ich bin die Leila und wer sind Sie? Smoker, Gerrit. Aber Sie sind ja der mit dem weißen... Okay. Warte nicht. Kommen Sie mal zur Seite, wir stehen hier in der Türe. Holla, die Waldfee. Hör mal, wie war dein Name? Leila. Leila. Leila, hör mal, bist du Miss Fitness von Los Santos? Nee. Okay. Aber Sie sind der mit dem Hut. Ja, ich bin der mit dem Hut. Von Ihnen habe ich schon mal was gehört. Wegen Ihrem Zipfelhütchen da. Was? Wegen meinem was? Zipfelhütchen. Zipfelhütchen. Okay. Leila, weißt du, wie es Brett geht? Nee, ich... Weiß ich nicht, ich hatte gerade Kopfschmerzen, ich muss einmal kurz raus, ich gehe aber gleich wieder rein, ich glaube, der ist noch im Behandlungszimmer. Okay. Lass dir doch mal gleich Kopfschmerztabletten geben. Ja, Herr Smoker, entschuldigen Sie, ich muss einmal jetzt zu meinem besten Freund, ne? Ja, Sie können sich gerne mit diesen Herrschaften hier... Nee, ich muss da jetzt rein. Ich muss da jetzt rein. Was haben Sie denn für Probleme, dass Sie hier sind? Im Stadtpark sind Autos explodiert. Ach du Heiland. Und mein bester Freund wurde getroffen. Ist er tot? Nein, er wurde nur an der Schulter getroffen. Mein Beileid. Der ist nicht tot. Ach so, ja. Beileid. Gute Besserung. Ja, danke. Und warum sind Sie hier? Ich arbeite hier. Sie was? Ja, natürlich. Ich bin Herzchirurg. Dr. Smoker. Von Ihnen habe ich aber noch nichts gehört. Ja, sehen Sie mal, ich bin der Phönix aus der Asche, Frau Leila. Phönix aus der Asche mit einem Zipfelhütchen. Ja. Aha. Finden Sie das schön? Mhm. Was? Mein Zipfelhütchen. Geht so? Sie haben schöne Haare. Dankeschön, weiß ich. Was sagt Ihr Mann eigentlich dazu, dass Sie hier so auf dem Krankenhaus sind? Wieso oft im Krankenhaus? Na, Sie haben gar keinen Mann. Nein. Ich hab auch keine Frau. Ja, und? Ja. Wollen Sie mich heiraten? Nein. Okay. Einen schönen Tag noch. Ja, viel Spaß noch, ihr Zipfelütchen. Na, hallo. Hallo, Herr Smoker. Ja. Abend. Ich bin da. Sie wollten bestimmt ins Praktikum, richtig? Ja, richtig. Das Problem ist, dass der Herr Hopfner, der Sie... noch nicht da, ne? Genau, der Sie wieder einstellen müsste, den nächsten Tag Praktikum ist leider noch nicht da. Na, hör mal, seid ihr Schwestern? Nein. Nicht, dass wir wüssten. Nee, ich meine Krankenschwestern. Rettungshilfe. Ach so. Ihr seid aber Zwillinge, ne? Nicht ganz. Ja, aber wir haben halt so eine leichte äußerliche Ähnlichkeit. Minimal. Ihr seht hübsch aus. Dankeschön. Ihr gefällt mir, ne? Ja. Ja. Was sagen eure Männer dazu, dass ihr hier so lange immer arbeiten müsst, Nachtschichten im Krankenhaus? Stört es. Also mein stört es nicht, da ich... Du hast einen Ehemann. Na, Bind. Habend. Ja, hallo. Na, Bind. Kennt ihr den Herrn Smoker schon? Nee.
Okay, das ist der Smoker. Wir haben den jetzt gerade liebevoll Zipfelmütze getauft. Er macht bei uns ein Praktikum. Guten Tag. Allerdings, Moment. Herr Hopfner... Mit dem Ding da auf dem Kopf, oder was? Nee, da tue ich in die Hose. Dann ist Herr das Hopfner weg. Herr Hopfner müsste ihn dann halt... Hör auf, dass du keine Beule nachher hast. Ja, der Hopfner ist ja, glaube ich, noch nicht anwesend, ne? Nee, super. Nee, ich wollte nur gucken, ob der schon da ist. Dann laufe ich noch mal rum, komm später wieder. Laufen Sie aber bitte vorsichtig und nicht zu langsam über den Straßen, nicht, dass Sie ein Auto erwischt. Ja, ja, und vor allem passen Sie in den Flipflops auf, dass Sie nicht stolpern. Das kann sehr schnell sehr gefährlich werden. Ich muss die ja tragen, die Flipflops. Oh. Da, Gesundheit. Gesundheit. Oh, danke schön. Gesundheit. Da, gehen Sie mal zum Arzt damit, das hört sich nicht gut an. Gehen Sie mal zum Doktor. Na, ich behandle das selber, Herr Vogel, aber danke. Hören Sie auf ihn. Frau Sie sollten bitte einmal eine Etage höher und wieder runterkommen, bitte. Nehme ich jetzt einen Smoker mit oder wie sieht das aus? Nee, der Hopfner ist noch nicht da. Ich laufe noch rum in der Stadt. Ah, okay, alles klar. Ich melde mich. Ja, melde dich. Smoker oder was? Was? Smoker? Ja, bis später. Bis später. Jo, nee. Also, ich bin gestartet. Was, Smoker? Ja, bitte. Fragen Sie nachher nach dem Fabian Vogel. Ich soll mit Ihnen nachher auf Streife gehen. Der Hopfner soll da mit mir auf Streife gehen. Ja, und ich auch. Sie sind ein Vogel. Ja, ich bin Vogel, genau. Was für Fabian ein Vogel sind Sie denn? Marder, um mich abzuholen. Kolibri. Kolibri. Okay, Kolibri. Der Fabian Kolibri. Okay, bis später. Bis später, Smoker. So. Machst du auch Livestreams vom Ark? Ja klar, haben wir da alles schon gemacht, logisch. Das Piratenspiel, ja, spiele ich auch. Guten Tag. Hallo. Was suchst du hier? Ich bin Anwalt. Steht öfter mal mit dem Polizist. Ich auch. Sie sind Anwalt? Natürlich. Ich bin Anwalt Schmoker. Anwalt Schmoker? Ja. Ja, aber wenn Sie Anwalt wären, dann würden Sie für mich arbeiten. Ich bin der Anwalt. Herr Bischof? Ja. Warten Sie mal einen Augenblick hier. Ich denke mal, der Chief wird gleich runterkommen. Ja, wunderbar. Danke. Der ist zwar oben gerade im Palito unterwegs, aber ich denke mal, wird jetzt gleich vorbeikommen dann. Ja, alles klar. Vielen Dank. Herr Smoker. Ja, das bin ich. Ich wollte mein Geld holen. Ihr Geld holen? Was für Geld? $250 kriege ich noch. Von der Nummer 10. Oh. Was? Ich hab gesagt, wenn Sie sich einen Kugelschreiber mitnehmen wollen, Herr Smoker, dann tun Sie das gerne. Wir haben genug davon da. Nee, ich will keinen Kugelschreiber. Ja, weil Sie gerade so fix danach gegriffen haben. Nee, ich wollte mir die Füße abstreifen hier unten an dem Metallrohr. Die Schuhe sind dreckig von mir unten drunter. Okay, na gut. Sie machen ja sowieso hier sauber, ne? Ja, deswegen bin ich auch hier. Ich wollte meine $250 holen. Ja, die kann ich Ihnen nicht auszahlen. Da müssten Sie mit dem Chief sprechen. Und der ist gerade leider im Krankenhaus. Was macht der denn da? Ja, da muss ich auch noch hin. Ja, der hat irgendwie eine Verletzung. Okay, bis später. Jo, bis später. Hallo, Smoker. Hallo, Herr Smoker. Herr Hopfner, grüße Sie. Wie geht es Ihnen, Herr Smoker? Ja, gut. Und Ihnen? Ja, soweit geht's mir gut. Was machen Sie denn gerade? Ich wollte gerade ins Krankenhaus fahren, weil da der Polizeimann ist. Der schuldet mir noch Geld. Ah, okay. Dann kommen Sie mal zum Krankenhaus. Ich hätte hier eine Praktikumsfortsetzung für Sie. Ja, ich bin auf dem Weg, Herr Hopfner. Ah, aber wie Speedy Gonzales, ne? Vorher hinterm Hintern und so. Zack, nee, zack. Vorschriftsmäßig. Vorschriftsmäßig. Ich fahre, ne? Ja, zack, zack, let's go. Ja, tschö. Hallo, Smoker. Guten Tag. Hallo, sind Sie nicht die 10? Ja, ich bin die 10, Malone, ja. Und das ist mein Kollege Gum Gum. Hallo, ja. Gum Gum.
Kukum, Sir. Kukum. Ja, sag ich doch. Ich war gerade schon bei der Polizei für mein Geld von gestern noch. Sie hatten ja gestern nicht genug Bar, haben sie ja gesagt. Machen Sie heute noch Ihr Praktikum hier? Dann bringe ich Ihnen das später. Ja, mache ich noch. Dann bringe ich das später vorbei. Okay, danke schön, Nummer 10. Bis später. Tschüss, Herr Smoker. Hallo, Herr Hopfner. Hallo, Herr Smoker. Ja, hier, Sie haben einen Vogel. Was habe ich? Ein Vogel. Warum? Der arbeitet hier. Ein Vogel. Herr Hopfner. Hallo, Smoker. Nette Begrüßung. Sie sind... Ach, das ist der Herr Vogel. Das ist ja, der. Ja, ich bin der Vogel. Herr Hopfner. Ja, Herr Smoker. Soll ich mich umziehen? Kommen Sie mal her. Ja. Was habe ich gemacht? So, bitteschön wieder unterschreiben. Hab ich. So, bitteschön. Dann gehen wir. Sie wissen es, wo Sie sich umziehen können. Ja, Hut weiß runter. Ich. Ja. Hut runter und dann wieder rauskommen. Ja, ich tue schon mal meinen Hut runter. Okay. Ja. Funkgerät wieder einstellen, wissen Sie ja noch die Frequenz. Funkcheck machen. Wie Funkgerät? Welche Nummer war das? 9.11. 9.11, ja. Und dann Funkcheck machen. Und dann wieder rauskommen. So. So, ne? Oder? Ne. War das so? Wie war das denn, Sanitäter? So? Ne. So? Ne. Wie den? Das geht nicht mehr. Das ist kaputt. Ne. So. Das war das, ne? So. Ja. Okay. Ne. Warte mal. Ändert da. 9.11, ne? Vielen Dank für den Support. Dankeschön, sehr, sehr lieb von dir. Ne. Leitstelle für RTW1, komm. Leitstelle hört. Benötigen polizeilichen Abschleppdienst bitte am Krankenhaus. Irgendwer werden Sie Sprit geklaut. So verstanden, gebe ich weiter. Ne. Funkcheck für Schmoker. Funkcheck. Funkcheck. Check. Bin da. Wer noch kommt? Na, dann kommen wir. Ja. Hallo. Darknet, guten Tag. Marvin. So. Der Smoker, glaubt, die Kollegen kennen Sie noch nicht, die zwei? Doch, die Schwester habe ich eben kennengelernt. Das eigentlich kann ich Ihnen so nicht sagen. Kommen Sie am besten einfach zur Rezeption. Ein Kollege wird es Ihnen anzeigen. Super, danke. Braun für Leitstelle kommen. Wo ist denn der Kerl schon wieder? Herr Smoker, genau. Smoker. Ja, willkommen. Wer ist jetzt Leitstelle? Anwesend. Geht dich gar nichts an. Eigentlich wollten ich, der Herr Vogel und der Smoke auf den RCW. Ich würde es aber jetzt, wenn es Ihnen recht ist, das müssen jetzt hier entscheiden, Leitstelle, gerne wieder machen, dass die Frau Singer, ich und der Smoker wieder auf den RCW gehen, da mit uns zwei schon vertraut ist. Ich bin mit dem ersten Plan eher einverstanden. Also ich hatte ja eigentlich vor, dass die Frau Singer hier in Dienst macht. Okay, können wir machen. Deswegen frage ich Sie ja. Sie sind die Leitstelle, Sie entscheiden das. Sie nehmen RTW 1? Ich glaube, Vogel ist auf der 2. Ja gut, dann nehmen Sie 2, klar. Okay, dann melden wir uns bei 2 an. So ein. Okay, bin angemeldet auf RTW 2. Gut. Rainer, du bleibst erstmal hier. Miba, danke schön für 2 Monate. Zeigen, vielen, vielen Dank für den Resub. Danke schön, Miba. Ja, steht direkt da vorne, ne? Mein Pfad. Nullaufnahme. Okay. Na, okay. Herr Hopfner.
Ja, bitte, Herr Smoker. RTW2. Wir sind RTW2, ja. Ach, jetzt ignoriert er mich, weil wir nicht mehr zusammen auf einem RTW fahren, okay? Wer? Was? Nee, nee, was denn? Abend. Sag dir guten Tag, Herr Hoppner. Ja, servus. Genau. Demnächst begrüße ich Sie mit dem Anspringen, das scheint besser zu klappen. Ach, sogar eine ganze Stunde wahrscheinlich. Sie mal, Sie kennen ihn noch nicht. Bin soll übrigens ich mich alleine. Jetzt da drauflegen, oder? Was? Okay. Wer sind Sie? Rainer. Oh, Heiland. Nee, ich mache nur Herzoperationen. Stimmbänder und sowas. Bin ich nicht für zuständig. Ja, mal, ich bin der Rainer. Vielleicht sollst du da auch mal schneiden. Ich glaube, die sind über der Woche angewachsen. Der Rainer. Rainer. Herr Hopfner? Ja, ja, Rainer, grüß dich, ich bin Smoker. Smoker. Ich geh mal weg, glaube ich, der Smoker ist so laut. Ja, freu mich nicht. Ja. Nee, ich mich auch. Ja, gut, ne. Arbeitest du schon lange hier? Ein paar Tage schon. Kennst du dich schon aus, ne? Ja, nicht so ein bisschen. Nicht oh, mal das denn? Ne, ich kenne mich schon gar nicht aus, mach ja Praktikum, ne? Du bist richtig ja, neu, ne? Ja. Im Momentan Rettungshelfer. Ja. Genau. Wo, was ist da hinter der Tür, oder? Welche? Da vorne, hinter der Glastüre. Immer der Maske da auf, ne, geh gucken. Felix, was hast du mit mir vorher? Warte erstmal nix, ich hab dich jetzt auf Innendienst. Da möchte ich auch mal hin. Ich mach ein Auto, beziehungsweise. Ich noch nicht. Ja, was ich ist, kann man ja noch machen. Ah, hallo. Ah, hallo. Was willst du hier? So, dann fahren wir schnell zum Bediener, Smoker, lassen Sie den Herrn in Ruhe. Das war aber jetzt keine nette Begrüßung. Ne, was du man sagt, eigentlich sagt man dann, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Nicht, was willst du hier? Kennen Sie doch nicht. Ja, aber wenn Sie doch helfen wollen, dann müssen Sie auch freundlich kommen. Ich bin doch gekommen, heute Morgen. Können wir fahren? Die ja. Hilfe? Ich? Ne, ich brauche... Herr Hopfner, was will der Mann von mir? Er will von Ihnen gar nichts. Der Herr, der will hier im Krankenhaus arbeiten. Also. Ja, bin ich. Weiß jetzt gerade nicht, wo der Kollege denn ist, der zu uns gehört. Der Vogel für offener Roman. Echt, der hat bei Keks? Oha. Hat der gerade mich gemeint mit Vogel? Nee, wir haben einen Kollegen, der heißt. Wir haben jemanden, der heißt Herr Vogel. Ach so, ihr habt ja auch ihr habt doch hier einen Vogel. Ich glaube, der Herr Vogel ist nicht im Dienst. Ne, ich glaube, das ist er doch, oder? Herr Vogel? Ja, Entschuldigung, ich war gerade am Telefonieren. Okay, dann fahren wir vier schnell zum BD und wir sind Status 6. Auf geht's. Na, schönen guten Tag, kann ich Ihnen weiterhelfen? Guten Abend, ein anderes. Herr Smoker, bitte nichts hinten anfassen. Wo anfassen? Bei Ihnen? Nein, im Krankenwagen. Warum soll ich denn da was anfassen? Ich weiß nicht, was Sie für Pläne haben. Da habe ich doch gestern auch nicht. Ja. Können wir zusammen hinten sitzen? Ja. Okay. Mal. Bist du alleine hier oder hast du eine Frau? Ich bin alleine hier. Willst du eine Frau haben? Warum verkaufst du Frauen, oder wie? Nee, ich habe aber noch einen Katalog. Oh, den könntest du mir mal rüberreichen. Biete ich dir auch $50 für. Für den Katalog. Okay, bleib mal stehen. Hier ist das Heftchen. Hier. Macht $50. Boah. Das ist Ning Ling und so weiter. Ning Ling? Ja. $50. Okay, mach mal. Natürlich. $50. Mein Gott. Loco. So, hier, Herr Smoker. Das ist Ihr Einstandsgeld. Loco, danke schön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support, mein Freund. Ballert mal Liebe raus.
Vielen, vielen Dank. Müssen wir nachher mal angucken, den Katalog. Ja, können Sie ruhig gucken. Können Sie ruhig gucken. Ja, $50 für gar nichts tun, ne? Nur für den Katalog. Unglaublich. Lupen rein. Kater. Belmir, wie geht's dir? Mopista. Na, alles klar bei dir, Mopista? Woher kommen Sie denn, Herr Smoker? Dokubox, ne? Seit wann sind Sie aus dem Krankenhaus gerade? Ne, ich meine, aus welchem Land? Wie, aus welchem Land? Wo sind Sie geboren? Setzen Sie bitte hinten rein. Hinten auf der Hühnerfarm beim Onkel Frankie. Einmal bitte hinten rein. Stan reicht aber, nicht Frankie. Was? Nee, beim Onkel Frankie auf der Hühnerfarm. Hoffner wusste ich schon, der Smoke ist auf der Hühnerfarm geboren. Ah, was? Wurde der von dem Hühnchen rausgeworfen? Der ist aus dem Ei geschlüpft. Hör mal, du mir gegenüber, wie heißt du? Stan, hab ich schon gesagt. Ben? Stan. Stan? Was ist das für ein Name? Fan. Herr Schmidt. Herr Schmidt, also. Herr Schmidt, was machen Sie eigentlich hier? Warum fahren Sie überhaupt mit? Sind Sie krank? Da denke ich gerade noch drüber nach. Okay. Herr Smoker. Ja, bitte. Warum ist der Katalog nicht vollständig? Da fehlen ein paar Seiten, die haben geklebt. So, dann wartet ihr zwei dann hier draußen und Sie kommen mit, Herr Schmidt. Ihr könnt aber warten. Herr Smoker, warum ist der Katalog nicht vollständig? Da fehlen Seiten. Ja, die haben geklebt. Nur Seite 1. Die haben geklebt, die habe ich rausgerissen. Ja, den habe ich ja selber gefunden, der Park. Warum haben die geklebt? Das weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Pfui! Da soll man schnell denken. Also, jetzt liegt er auf der Straße. Das ziehe ich auch von ihrem Lohn ab. Was? Sie sind doch gar kein Oberarzt. Ich sag das mal Herrn Hopf noch. Oder sind Sie eine Petze? Nee, bin ich nicht, Herr Smoker. Nicht unter Kollegen. Aha. Der Vogel. Komm, geh mal rein. Wir sollen hier warten, Herr Smoker. Wer hat das gesagt? Der Chef. Wer ist der Hopfner? Jawohl. Ja, komm, dann geh mal einen Kaffee trinken irgendwo da hinten. Ja, das können wir machen. Ja, komm. Na. Wollen wir nicht im Pedin Kaffee trinken gehen? Nö, ich kenne hier einen Italiener. Also, so weit dürfen wir leider nicht weg. Lass mal kommen, wir müssen hier bleiben. Was bist du für ein Vogel? Jetzt mal ohne Quatsch. Erst sagst du, ja, komm, wir gehen jetzt. Nein, so weit dürfen wir gar nicht gehen. Ja, ich kann dir gerne einen Kaffee geben. Moment. Ich möchte gar nicht wissen, wo du den rausholst. Frisch aus der Unterhose. Dankeschön. Danke. Was machen die da drinne? Das wird ein neuer Praktikant, der eine Herr gegenüber von dir. Na so. Ich muss mal Pipi machen gehen, ich komme gleich wieder. Alles klar. Ja, fahr mal. Ich muss Pipi. Kannst im Krankenhaus. Okay. Bloß nicht im Krankenwagen. Wenn der im Krankenhaus pinkelt, hau ich ihm den Pimmel weg, ja. Da müssen sie aber genau hauen. Wird ja, mit der Lupe, ne? Wird Ott. Ja, da sind sie am Lachen. Sind wir Status 1 oder? Was sind wir? Ja, 6. 6, okay. Stan oder Herr Schmidt? Habe ich doch gesagt. Schmidtchen. Schmidtchen akzeptiere ich nicht. So, Kollege, Sie sind jetzt neuer Praktikant, oder? Das weiß ich nicht, das müsste Ihnen der Doktor sagen. Herr Hoffner, ist er denn unter mir? Negativ, gleichgestellt. Da. Sollte mit dir auf dem RTW sein, Smoker, du bist noch immer der leitende Praktikant auf dem RTW, weil wenn du der einzigste Praktikant bist. Natürlich. Leitender Praktikant. Auf dem RTW, wo er alleine Praktikant ist, muss man dazu sagen. Ach so, wo er alleine Praktikant ist. Wo pisst er? Ja. Dankeschön für 500 Bits. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Sehr, sehr lieb von dir, Mopista. Schnell verbreiten. Aber Hopfner, der Herr Smoke hat gesagt, er kennt einen guten Italiener. Da wird er uns gerne einladen. Okay. Echt? Jeder Stadt? Herr Smoker. Anscheinend.
Ich kenne gar keine Italiener. Ah, plötzlich doch nicht mehr. Komm mit Schmidtchen, umziehen. Nochmal, Smoker? Ja? Soll ich dann Smoker mal irgendwie Grundlagen beibringen, oder? Ja, kannst du mir ein bisschen rumführen im Krankenhaus machen und so, währenddessen mache ich die Einstellung mit dem Herrn. Alles klar. Wenn er dich ärgert, gib mir meine auf den Hinterkopf. Mach ich. Was, Marco, kommen Sie mit? Haben Sie schon eine Führung im Krankenhaus gehabt? Ne, was für eine Einführung? Eine Führung durch das Krankenhaus? Ne, habe ich nicht. Na, dann kommen Sie mal bitte mit. So, also fangen wir hier rechts an. Das ist ein Flur. Genau, das ist ein Flur. Ja. Und der Raum gegenüber von mir, das ist Behandlungszimmer 1. Da waren die Patienten normal zuerst behandelt. Hör mal, also erst, guck mal die Zeichen hier an der Türe. Siehst du das Vögelchen? Das sind die Freimaurer. Das ist Illuminati. Nicht ganz, aber ähnlich, ja. Okay, lass uns mal reingehen, komm. Hier werden die Aliens abduziert, ne? Guck mal, da liegt schon einer. Ja, fast. Guck mal, Vögelchen, da. Komm, wir müssen gucken, was dem fehlt, dem Mann. Sie machen auch bitte nichts. Ne, ich mach nichts. Guten Tag, der. Hallo. Kann man Ihnen helfen, oder waren Sie schon behandelt? Nee, ich warte auf die Behandlung. Was fehlt Ihnen denn, wenn man fragen darf? Oh, ich bin von der Leiter gerutscht und hab mir Fuß verknackst. Und okay, da müssen wir, glaube ich, aufschneiden. V-Schnitt. Herr Smoker, wir gehen nun mal weiter. Okay, gute Besserung. Danke. Also genau, hier haben wir dann noch alles Mögliche drin, Medikamenten und so weiter. Da haben Sie aber noch keinen Zugriff. Wie Pillen? Wo? Da, im Schrank. Guck mal, Vögelchen. Genau, da im Schrank. Komm mal gucken. Ja, gucken, aber nichts anfassen. Guck mal, ganz viele Tabletten. Ja, aber nichts anfassen. Vogel und Smoker, wir hoffen, da kommen. So, weiter, Smoker. Nee, wir sollen kommen. Hat er im Funk gesagt. Jungs, Funk überprüfen, auf geht's, wir fahren Einsatz. Achso, verdammt. Dann ich hatte meinen Funk aus. Mein Funk noch aus. Alles gut. Hauptsache auf dem Zeichen ist der Bock. What? Burn Time, wie geht's dir? Smokern, wollen wir nachher unsere Führung fertig machen und dann mache ich Ihnen mal ein bisschen was zu unserem Status. Was tun Sie? Was? Ich sag. System. System, ja, genau, System. Der Oberpro. Schlaf gut. Der Omega-Mann. Natürlich, Leute. Ja, Vogel, Sie führen die Behandlung aus und der Smoker ist hier drinnen. Ich schau mir das an. RTB ist bereit für Leitstelle kommen. Was, ich darf. Ich darf zur Hand gehen. RTB 2. Doch. RTB 2, ja, kommen. Bei dem Dispatch an der Baustelle handelt es sich, wie vermutet, um einen Sturz von der Leiter. Komm. Der so Vogel. Verstanden, Status 4. Leitstelle verstanden, Leitstelle Ende. Der Vogel ist geflogen. Der ist ja ein Vögelchen. So, Sie assistieren, Herr Smoker, auf geht's. Ich assistiere. Oh. Puls stabil, Atmung stabil. Die Dame immer wieder ins Bewusstsein. Die Frau hat aber Puls, ne? Komm. Hören Sie mich, die Dame? Sie hat Puls. So, hallo, die Dame. Vogel, mein Name. Vom Los Santos Medical Dienst. Hallo, wissen Sie, was Ihnen passiert ist? Soll ich Ihnen das Lämmchen reichen, Herr Vogel, für einen Augentest?
Hier, bitteschön. Okay. Arbeiten Sie denn hier auf dem Bau? Ja, ja. Weil Sie... Ich weiß noch, dass ich oben die Elektrik gemacht habe und dann kann ich mich an nichts mehr erinnern. Oh mein Gott. Mal, wir können Sie lassen. Kann es sein, eventuell, dass die von der Leiter gefallen sind? Ich kann es nicht wissen. Okay. Sie haben ja gerade erwähnt, dass Ihr Kopf... Also, Entschuldigung. Okay, dann würde ich Sie jetzt gerne mit ins Krankenhaus nehmen. Dann würden wir Ihnen Ihren... Hauptner. Ja, bitte? Komm mal. Geht es vom Lauf? Hör mal, verstehst du die Frau gut und den Vogel auch? Den Vogel schon, die Dame ist leise. Also die hat wahrscheinlich irgendwie Probleme mit den Stimmbändern. Also, okay. Brauchst du eine Trage? Hopfner. Ha? Die Dame. Brauchst du eine Trage? Hä? Okay. Haben beide Kopfschmerzen. Abraxa Cantanum. Oh, Herr Hopfner, was fehlt Ihnen? Moment, erste Hilfe. Herr Hopfner, ich guck mal, ob Sie noch Puls haben. Bleiben Sie mal so. Dann reden Sie nichts. So, alles wird gut, Herr Hopfner. Alles wird gut. Beruhigen Sie sich. Warten Sie. So, Herr Hopfner, das wird alles. Eichelkäse und Sackläuse. Jolo. Smoke, du alte Sau. Ich war noch gar nicht so weit. Ich wollte gerade Mund-zu-Mund-Beatmung machen. Herr Hopfner, kann ich denn auch schon Leute retten? Ne. Hustenbonbon hilft immer. Oh, ja, endlich geht der Geschmack weg. Wieder nicht. Oh. Die Minimap, die ist uninteressant. OTS, die ist uninteressant. Hör mal, Herr Dr. Hopfner. Herr Smoker. Ja, kann ich die Leute auch schon helfen? Wie der Vogel das gemacht hat. Können schon, aber sie sind noch nicht befugt dazu, weil sie noch nicht genau wissen, was sie machen müssen. Aber stellen Sie mal vor, Sie verunglücken jetzt und der Vogel auch, dann müsste ich Sie ja retten. So wie in dem Fall, ja. Dann ja, ne? Ist ja sind zwar sehr, sehr, sehr makabere Behandlungsmethoden, aber es hat ja scheinbar geholfen. Ja, sind direkt aufgestanden. Was hat die Frau denn jetzt gehabt? Ich habe die gar nicht richtig gehört. Ich weiß es nicht, weil die mit dem Herrn Vogel gesprochen hat. Ach so. Genso, Vögelchen. Aber das werden wir gleich rausfinden. Mackie Flecki. Dankeschön und schlaf gut. Alter, wären wir schon wieder 20 vor 11, oder? Morgen muss ich noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen. Wer muss denn morgen von euch auch noch einkaufen? Ja, Herr Dr. Hopfner. Jetzt unter Männern, ne? Kommen Sie mal mit. Ja. Ich gebe Ihnen später eine Creme, die hilft gegen den Eichelkäse unter Ihrer. Sie wissen schon. Was für ein Eichelkäse? Ich habe erst keinen Käse. Was für ein Käse? Herr Hopfner. Ja, bitte. Was für ein Käse? Der Pimmelkäse da unten. Was? Pimmelkäse? Ich hab ja, kein... da schmieren Sie die Creme drauf und dann wird's besser. Ich hab keinen Käse. Ich hab keinen Käse. Ich dusche. Ich dusche immer. Ja. Waschen alleine hilft aber nichts. Wo ist Ihre Frau? Die ist aktuell zu Hause. Na so, hat die gut gekocht heute? Ja, gut gekocht, ja. Was gab's denn zu essen? Schweinebraten. Was dabei? Kartoffeln? Knödel. Ja. Na so. Semmelknödel.
Wo kommen Sie eigentlich ursprünglich her? Ich? Nee, die Stange hinter Ihnen, Haufner. Die Stange hinter mir kommt aus Los Santos und ich komme aus Bayern. Na, aus, wo ist das denn, Bayern? In Deutschland. Das kenne ich. Die waren einmal Weltmeister, ne? Naja. Ja. Da gibt's Knödel zum Essen. Ja, sehr gute sogar. Na, kann so. Ich auch machen. Sie können auch Knödel machen. Ja. Ja. Okay. Und Schweinebraten. Und Rotkohl. Richtig. Ja. Kenn ich doch. Ja, sehr schön. Wo bleiben die denn? Ich habe sogar heute Wurst gegessen. Das heißt, in Deutschland dürfte man Wurst. Nee, nix Wurst. Das heißt Wurst. W-U-R-S-T, Wurst. Wurst. Das, ja, in Wurst sind Vitamine. Genau. Ja. So, Herr Smoker, wie gesagt, ne, also nochmal, wenn Sie waschen, schön die Vorhaut da hinten zurückziehen, ne, aber nicht so oft, weil ab dreimal ich spielen und dann beim ersten Mal schön durchwasche und dann ist es auch wieder weg da mit der Käse und so, ne? Moment, ich kann ja mal die Hose runterziehen, dann können wir mal gucken. Nee. Okay. Ich will nicht dramatisch ein bisschen genauer zu überprüfen. Wie geht denn das mit dem Laufen? Geht das oder sollen wir Ihnen eine Trage holen? Hier ist ein bisschen schwindelig, wenn Sie ein bisschen stützen, wirklich könnte es gehen. Der Kopf sticht ein bisschen, aber im Großen und Ganzen geht's, denke ich. Ja, dann fahren wir gleich ins Krankenhaus auf Hauptkiss. Das ist das Beste, was wir machen können. Sensei. Herr Smoker? Ja, bitteschön. Könnten Sie die Frau stützen? Die nehme ich ins Ärmchen. Kommen Sie mal her, junge Frau. Haken Sie. Wissen Sie, wie das geht, Herr Smoker? Nö. Vielen Dank. So, halten Sie, warten Sie, gehen Sie mal ein bisschen zur Seite. Gehen ein bisschen zur Seite. So, die Dame, ich helfe Ihnen jetzt nicht erschrecken. So. Oh. Das wollte ich eigentlich einen Praktikant machen lassen. Was? Wie geht das denn? Ich will das auch machen. Ich will die Frau tragen. Was? Sensei, danke schön für den Host. Vielen, vielen Dank. Sehr, sehr lieb von dir. Ich will die tragen. Gib mir die. Ich will die tragen. Ist schon vorbei. Herr Hoffner, Moment. Muss ich gucken. Kommen Sie mal mit, Herr Hoffner, bitte. Ja. Moment. Wie? Welche Technik wenden Sie da an? Machen Sie so und. Nee, oh, Hilfe! Hä? Wo war. Ne. Sie interagieren quasi mit mir. Ich interagiere gar nicht mehr gerade. Na. Okay. Moment, über dem Friseur da, weil ich gerade irgendwie ja, in ein schwarzes Loch gefallen bin. Wo sind wir? Was machen wir denn hier? Ja, okay. Ja. Kein Problem. Ja, okay. Sly, grüß dich, wie geht's dir? Smoker verleiht Flügel. Wow, Sarah, wie geht's dir? Alles gut? Herr Hopfner. Leitstelle für Hopfner, kommen. Ja, benötigt Abholung über dem Friseur. Ich und der Smoker sind durch ein schwarzes Loch gefallen. Kommen. Wir laufen zum Friseur rüber. war das, ne? Richtig, ja. Wir sollen zum Friseur rüber. Ja. Okay. Wo ist er? Singer von Leitstelle. Komm. Singer hört? Wie fort bist du mit dem Patienten? Kannst du RTW3 abholen? Würde noch kurz die Wunde am Kopf versorgen. Okay, so verstanden. Leitstelle Ende. Muss ich mich auch neu anmelden, RTW2? Bitte? Muss ich mich neu anmelden, RTW2? Ja, richtig. Okay. Guck mal, da ist Polizei.
Herr Smoker? Hä? Ich weiß nicht, was Sie für eine Scheiße gebaut haben, das aber das sind wegen sein, Ihnen da. Ich? Wie wegen mir? Was macht ihr denn hier? Was wir machen? Ich keine Ahnung, wie ich hier ich gekommen meine, ich bin. Guten Abend, Herr Hopfner. Hallo. Abend. Guten Abend. So, wo ist er denn, der schwere Nöter? Da ist der Smoker. Warum was ist das? Was ist denn los? Ja, Herr Smoker, Sie sollen mal mit aufs Präsidium kommen. Warum? Warum? Soweit mir bekannt ist, sollen Sie gefragt werden. Weswegen? Das müssten Sie mit dem zuständigen Officer dann klären. Dann tut mir mal bitte einen Gefallen, fahr mich mit ihm ins Krankenhaus, dass ich die Entlassung durchführen kann. Ich hab doch gar nichts gemacht. Was soll ich denn getan haben? Ich kann mal kurz nachfragen, was vor. Ja, dann fahren wir mal, dass wir das machen können. Und wenn Sie es kommen, Sie dann auch wieder, Herr Smoker. Das kriegen wir schon hin. Ihr kriegt das hin, ne? Können uns irgendwer dann zum Krankenhaus schnell fahren? Puh, danke schön für 5 Euro. Vielen Dank für die Donation. Okay, das danke ist schön, super. Puh, dann sehr, sehr lieb von dir. Schau mal. Und Henna, 500 okay. Bits. Herr Smoker? Danke. Ja. Dann steigen wir mal ein. Ja, okay. Henna, danke schön für 500 Bits. Vielen, vielen Dank für die Donation. Danke schön. Warten Sie mal kurz, Herr Smoker. Ja, die Polizei fährt uns. Was soll ich? Smoker? Kannst du mal kurz fahren? Also, Sie sind festgenommen, Herr Smoker. Tatsächlich. Was? Warum? Es geht hier um Körperverletzungen. Also hören Sie mir mal zu, Sie haben das Recht zu schweigen. Hä? Was? Alles, was Sie sagen, kann und wird vor Gericht des Staates Los Santos gegen Sie verwendet werden. Sie haben das Recht, zu jeder Vernehmung einen Verteidiger Ihrer Wahl hinzuzuziehen. Wenn Sie sich keinen Verteidiger leisten können, wird auf Wunsch Ihnen einer vom Staat gestellt. Sollte keine Justiz im Lande sein, so vertritt diese das LSPD. Ansprechpartner ist hierbei der oberste Rang im Dienst. Verstehen Sie Ihre Rechte? Ja, habe ich verstanden. Gut, dann nehmen Sie jetzt Platz hinten im Streifenfahrzeug. Kannst du aufschließen, bitte? Danke. Er muss außer Dienst gehen, damit ich ihn entlassen kann. Ja. Alles klar. Ich weiß nur nicht, ob ich wo ich jetzt zuerst hin muss. Wilhelm Tell, danke schön für 4 Monate. Ja, also vielen Dank fragen? Für den Resub. Danke schön. Ja, frag mal nach. Lieb von dir. Leitstelle für Lumpy. Wir haben den Herrn Smoker jetzt im Fahrzeug inklusive den Herrn Hopfner. Der Herr Hopfner würde. Das kann nicht wegen der Glatze sein. Da bin ich schon befragt worden für. Komm. So verstanden, Streife 3 Ende. Ja, sag noch, dass wir dafür das Krankenhaus zuerst anfahren müssen. Ja, ist in Ordnung. Ja, das weiß er doch. Denke ich mal. Und für sowas, nee, jetzt mal ganz ernsthaft, Hardcore-RP. Nee. Und für sowas, wenn es jetzt die Glatze wäre, wofür ich aber schon befragt worden bin. Der weiß das. Die sind aber tierisch laut. Okay. Wofür ich schon befragt so worden bin. Einen dann so rausfischen? Was ist denn da für die Glatze? Sache? Oh, wei. Nö, ich hab, weiß ich nicht, was los ist. Ich hab dort niemanden gehauen. Ich hab dort niemanden Körperverletzung gemacht. Ich hab niemanden. Es liegt aber scheinbar was gegen sie vor, sonst müssten wir sie jetzt nicht verhaften. Was wahrscheinlich. Ja, da bin ich mal gespannt, was da vorliegen soll. Vor allen Dingen, man wird ja im Praktikum einfach rausgerissen, müssen ja wohl triftige Gründe sein. So, soll ich hier rein oder? Ja, genau, da kannst du rein, fahrst du Restaurant schneller, gehen wir schnell rein, könnt ihr mitkommen. Ja. Und dann machen wir das schnell. Oh Mann, oh Mann, ey. Ich melde mich ganz normal ab, ne? Ja, umziehen, dann machen wir das wie gestern wieder. Und wenn du dann fertig bist, dann können wir weitermachen. Ja. Wenn da nichts bei rumkommt. Wenn was bei rumkommt, haben wir ein Problem, weil dann kann ich nichts mehr machen. Nö, ich habe ja gar nichts gemacht. Ja, ich hoffe es. Wie gesagt, dass du irgendwem einen Autoreifen draufgeschmissen hast oder Haare geschnitten oder was weiß ich was. Man weiß es ja nicht, was du gemacht hast. Ja, Haare geschnitten habe ich, klar. Beim Friseurladen. So.
Hab meine so. Sachen wieder an. Okay, super. Moment. Muss ich was unterschreiben? Nee, ich kann dich gerade aus irgendwelchen Gründen nicht entlassen. Das ist nicht schlimm, Herr Hoppner. Was ist das schon wieder? Mobitza, danke schön für 200 ja. Bits. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Nimm die mit. Flo, danke schön für 5 Euro. Vielen, vielen Dank. Dankeschön, Flo. Ja, Herr Hoppner. Zuhören. Sie geben mir den Schlüssel für den Spind? Bitteschön. Und Sie können darauf jetzt nicht mehr zugreifen? Nee, Sie kann ich nicht. Sie haben mir den Schlüssel. Ja. Okay. Wieso wurde ich denn gerade durchsucht? Wer hat mich denn gerade durchsucht? Das bin ich. Was machen Sie denn? Warum fummeln Sie in meine Taschen rum? Ich Sie jetzt festnehme und dafür muss ich Sie zuerst durchsuchen. Sie geben der Kollegin. Aber Sie können nicht mal fragen. Vielleicht der Schmoker, machen Sie mal die Hände hoch, damit ich in Ihre Taschen greifen kann. Ja, Sie können sich auch haben Sie mir gerade was aus der Tasche rausgenommen? Das ist so nicht korrekt. Ich habe nur geguckt, ja, dass Sie Waffen dabei haben. Dann nehmen Sie Ihre Griffel aus meiner Tasche einfach. Fragen Sie bitte mal vorher. Müssen Sie jetzt auch noch Handschellen anlegen? Machen Sie, was Sie wollen. Reicht eine Beschwerde ein. Ja, das ist so korrekt. So, und dann kommen Sie jetzt mit. Alter, hier, Vogel. Wie ist denn der Name? Für die Beschwerde Lutz Mohr, Dienstnummer 36. Sie können doch vorher mal fragen, dass Sie mich mal durchsuchen können. Ja, das ist so korrekt. Allerdings war Herr Hopfner gerade noch dabei, deshalb. Ja, dann können wir gehen. Gut, dann andere gehen wir Richtung, oder nicht? Ich glaube schon, das ja. Das Fahrzeug steht einfacher. Ja an der anderen Stelle. Wie gesagt, sollte nichts gegen Sie vorliegen, dann können Sie hier auch bestimmt wieder antreten, weil Sie dann kriegen Sie wieder... Ja, weil das ist für eine Aussage. Sollte nichts gegen Sie vorliegen, was nehmen Sie denn mich dann fest, wenn nichts gegen mich vorliegen könnte? Wissen Sie, ich weiß nicht, was genau gegen Sie vorliegt. Ich habe die Akte nicht behandelt. Ich habe nur die Fahndung gekriegt, dass ich Sie verhaften soll. Verstehen Sie? Ja. Das hat Ihnen ein anderer Kollege gemacht und das wird Ihnen der Chief bestimmt persönlich erklären. Ich werde auf jeden Fall sagen, dass Sie bei der Verhaftung komplett kooperativ waren und das wirkt sich auf jeden Fall bestimmt schon mal positiv aus. Ja. Ich ziehe meinen Kopf ein beim Einsteigen. Ja, das ist gut. Ist aufgeschlossen. Dankeschön. Nee, kommt, jetzt hört mal auf. Chat, bitte nicht, bitte nicht. Man weiß nicht, ob der Polizist vielleicht unerfahren ist. Wie gesagt, ist, ich habe die vorher noch nie gemacht hat. Also nicht, genau, nicht haten vorliegt, oder sonst irgendwas, bitte. Der Kollege, nicht machen. Der auf dem PD ist, wird es dann übernehmen. Natürlich. So, und dann gehen wir mal rein. Moment. Bitte doch nicht unterschreiben. Cookie. Dankeschön für den Sub. Vielen, vielen Dank für den Support, den du mir gibst. Haut mal ganz viel Liebe raus. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Na, hallo. Was haben Sie denn getan? Ja, das frage ich mich allerdings auch. Ich wurde festgenommen in meinem Praktikum als Mediziner. Okay, da weiß ich jetzt nichts. Aber ich habe Ihnen gesagt, dass ich Ihnen Ihr Geld gebe. Das tue ich jetzt. Dankeschön. Habe ich bekommen. Bitteschön. Ja, haben Sie mir in die Tasche gesteckt. Ja. Ich denke, dass ich weiß nicht, der Herr Fischer kommt dann gleich für Sie. Stecken Sie den Smoker jetzt mal nicht in der Zelle. Gehen Sie mal in den Meetingraum. Wäre sowieso sehr kooperativ, also. Ja, also. Kommen Sie mit, Herr Smoker. Hier rein. Hier, ne? So, ich nehme Ihnen dann die Handschellen ab. Ja, danke schön. So. Henna. Gut. Ja, ohne Scheiß. Henna. Mal voran. Dankeschön für 5 Euro. Vielen, vielen Dank für die Donation. Dankeschön. Genau, geh mal fragen und ich bleib so lange hier. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, was gegen Sie vorliegt. Mir wurde nur gesagt, es ist ein Haftbefehl für Sie ausgestellt wegen Körperverletzung. Mehr kann ich Ihnen dazu auch nicht sagen. Mm-hmm.
Ach, nee. Schön. Ja, ihm hört, Freunde, wir kennen uns jetzt schon so lange. Jeder hat mal klein angefangen. Man weiß ja nicht, ob der Polizist hier vielleicht erst seit vorgestern Dienst macht oder so. Oder seit einer Woche oder so. Und immer wenn ich jetzt als Mediziner zum Beispiel anfangen würde, hör mal, ich hätte einen Kackstift in der Hose. Ich wäre auch total nervös, dass ich nichts verkehrt mache im Funk oder sonst irgendwas. Da muss man Verständnis für haben. Smoker kann sich aufregen, Smoker soll sich aufregen. Ist ja seine Rolle, aber ich, ne? Und ihr? Nee, nicht über andere hetzen oder ausschimpfen oder sonst irgendwas. Das ist ein Spiel. Das ist nur ein Spiel. Mehr ist das nicht. Bitte. Ist das dein neuer Zuschauerrekord? Nee. Ich hatte schon mal... Alles klar. Weiß ich nicht. Da hat Stefan mich mal gehostet. Weit über 2000. Aber das ist auch nicht schlimm. Steht in dem Titel der Akte schon, ne, der Smoker drinne, die Eimer aufmachen, um die geht's. Da wusste ich auch nicht, dass, ja, schön, dass ich von nichts weiß. Also, Herr Smoker, zu Ihrer Information. Hansen! Um Körperverletzungen. Ich habe keinen geschlagen. Die Fallakte ist die 2903X3, falls Sie das... Kenne ich nicht, ist das ein Roboter? Nein, falls Sie sich das aufschreiben möchten und Ihrem Anwalt zukommen lassen möchten. Was für ein Anwalt? Na, Sie dürfen einen Anwalt anrufen. Wofür? Ich habe doch gar nichts gemacht. Ja, okay. Das kann ich so nicht bestätigen. Mo, haben Sie ihm den Smoker die Rechte korrekterweise vorgelesen? Ich habe ihm auch gerade noch erklärt, dass er einen Anwalt hinzuziehen darf und falls er sich keinen leisten kann, werden wir das für ihn übernehmen. Das ist so korrekt. Genau, richtig. Erstmal schönen guten Tag. Herr Smoker, war der Name richtig? Ja. Okay, mein Name ist Daniel Fischer. Ich bin derzeit als Staatsanwalt unterwegs. Ich habe mir Ihre Akte angesehen vom 29.03. Und Ihnen wird Körperverletzung vorgeworfen. Sie haben auch bereits eine Aussage dazu getätigt. Trotz alledem ist dieser Straftatbestand, nichts Einfaches, wo man einfach so aus dem Tisch wedeln kann. André. Deswegen ist die Sache wie folgt. Sie haben sich kooperativ verhalten, deswegen habe ich mit Herrn Malone drüber gesprochen. Deswegen tun wir Sie jetzt nicht in die Zelle stecken. Wie es normalerweise der Fall ist, das ist eine Ausnahme. Moment, Herr Staatsanwalt, darf ich mal unterbrechen, bitte? Bitte, klar, ja, logisch. Geht da eher um die Sache, dass ich dieser einen Frau, die mich gebeten hat, dass ich ihr die Haare schneide, die das komische Stinke-Parfüm drauf hatte, wo ich genossen habe und mit dem Rasierer ausgerutscht bin in dem Zeitpunkt? Geht das darum? Darum geht's, richtig. Oh, Moment, und Sie haben gerade gesagt, man wird wegen sowas in die Zelle gesteckt, weil es ein Unfall passiert ist? Unfall ist nicht bestätigt. Ich habe mehrere Zeugenaussagen, die nicht von einem Unfall sprechen, Herr Smoker. Ach so. Genau. Ach so. Und wenn hätte okay, ich, ja, mal reden Sie ruhig. Wenn ich nur eine Aussage hätte, dann würde das, habe ich auch an Malone erklärt, Aussage gegen Aussage stehen, dass die Sache erledigt. So, Sie können gerne auf einen Unfall plädieren, wie gesagt, auch mit Herbeiziehung von einem Rechtsanwalt, ist gar kein Problem. Aber trotzdem ist der Sachverhalt so, dass wir eben nicht nur von der Frau Sommer, die im Endeffekt sie da die Haare geschnitten haben, nennen wir es mal. Nicht nur, dass es von ihr ausgeht, sondern dass wir viele Zeugenaussagen haben. Ja, was heißt denn viele? Zwei Stück können das gewesen sein, die Freunde, die dabei waren. Ich bin bei vier insgesamt. Vier? Wer sollen vier gewesen sein? Status 6, warten auf die Polizei. Also Morgan, nimmst du mich übel, aber ich werde Ihnen über die Zeugen ausgeführt. Ja, damit ist meine Krankenkarriere gestorben. Nö, Sie nicht, warum denn? Nö, sperren Sie mich ein. Ich bin Schwerverbrecher. Ich habe genossen beim Haare schneiden. Toll. Stecken Sie mich ins Gefängnis. Hat damit nicht viel zu tun. Sie kommen jetzt auch nicht ins Gefängnis. Die einzige Sache ist die, es wird tatsächlich zu einer Gerichtsverhandlung kommen. Der normale Ablauf der ganzen Sache ist, weil die Frau Sommer hat sie angezeigt. Und wie gesagt, will sie eine Anzeige für eine Straftat. Wie heißt die Zippe? Das ist die Frau Sommer. Sommer, okay. Genau, die hat eine Anzeige gegen sie erwirkt und hat mehrere Zeugen da mit eingebracht, die auch ausgesagt haben, laut der Fallakte, die mir vorliegt. Und hat angegeben, dass sie wegen Körperverletzung sie anzeigen möchte. Und wahrscheinlich, ich kann mal kurz nachschauen, einen Moment bitte.
Herr Fischer, aber letztendlich hat der Smoker sich ja noch nicht entschieden, ob er einen Anwalt hinzuziehen möchte oder nicht. Ist das korrekt? Richtig, das ist nur erstmal die Sachverhaltklärung, dass Sie als Smoker Bescheid wissen, um was es geht. Sie dürfen jederzeit einen Anwalt hinzuziehen. Möchten Sie das? Habe ich kein Geld für. Der kostet gestellt. Kein Geld. Der wird gestellt. Wer ist dort? Habe ich zwei Leute zur Auswahl. Möchten Sie einen Mann oder eine Frau? Wofür? Für die anwaltliche Tätigkeit, was Ihnen lieber ist. Ich kann Ihnen zwei Anwälte zur Verfügung stellen derzeit. Ich will keinen. Wollen Sie keinen? Gut. Okay. Ne, mache ich selber. Okay, gut. Das Recht haben Sie natürlich auch. So, lassen Sie mich schauen. Jetzt, Herr Staatsanwalt, darf ich mal fragen? Bitte, ja. Jetzt mal ganz ehrlich, unabhängig davon. Jetzt nehmen wir mal an, aus meiner Sicht, dass es ein Unfall war, weil die hat wirklich gestunken wie Sau, die Frau. Keine Ahnung, was die für ein Parfüm drauf hat. Ich habe genossen, bin mit dem Rasierer abgerutscht. Dagegen ist man doch versichert. Was gibt's denn da? Gefängnisstrafe und man wird hier... Es gibt keine Gefängnisstrafe. Es gibt keine Gefängnisstrafe. Ja, aber was werde ich denn auf der Straße einkassiert in meinem Praktikum von der Polizei und in der Öffentlichkeit verhaftet und abgeführt für... Weil im Endeffekt, in dem Moment, wo Sie über eine gewisse Geldsumme kommen, automatisch einen Haftbefehl erlassen wird, sobald es in die Staatsanwaltschaft rangeht. Das ist kein Bußgeld mehr. Wir reden nicht über ein kleines Delikt, Herr Smoker. Wir reden, dass die Frau Summer ihr persönlich, es wird ihr als Körperverletzung ausgelegt. Dann, okay. Ich fahre mal morgen durch Los Santos, wenn ich noch fahren darf, wenn ich nicht im Knast sein sollte. Und dann werde ich können sie alle inhaftieren, die falsche Haare schneiden. Wenn Sie mir welche bringen mit genügend Zeugen. Ja, bringe ich ihn alles. Die Sache ist halt für mich die. Ich kann leider derzeit keiner von den Personen, die dabei gewesen sind, erreichen. Ja. Ich habe trotzdem die Zeugenaussagen vor mir liegen. Und deswegen ist in dem Sinn ein dringender Tatverdacht da, weil wir haben drei Zeugenaussagen zu dem Fall. Herr Fischer. Bitte. Aber die Dame wurde ja auch nicht zum Haare schneiden gezwungen. Nee, ich sollte doch bei der wohnen. Richtig, das ist richtig. Aber wenn Herr Smoker sich selber verteidigen möchte, kann ich gerne auch mal aus der Akte zitieren. Warten Sie geschwind. Da haben Sie die Aussage getan, Herr Smoker. Ich bin ein Star-Friseur und habe auch einen Meisterbrief. Haben Sie einen Meisterbrief mal? Kann ich den mal sehen? Ja, wie kann ich ihn zukommen lassen? Lassen Sie mal zukommen. Ja, wie? Normalerweise telefonisch. Ich muss gucken, bis wann wir die Kontaktdaten separat haben für die Justiz. Das dauert leider noch. Dafür sorge ich dann. Ja, genau, richtig. Lassen Sie mich schauen, was haben die noch geäußert gehabt? Die Frau willigte in den Haarschnitt ein, darauf habe ich sie ihr erst gewaschen und getrocknet. Das ist ja alles okay. Aber ich möchte gerne den Meisterbrief sehen. Wenn Sie mir den Meisterbrief zukommen lassen. Ja, aber wie kann ich Ihnen denn? Ich habe den zu Hause, ich kann den organisieren, aber wie soll ich Ihnen den zustellen? Sobald, da werde ich Sie darüber informieren. Ich habe Ihre Telefonnummer hier, ich werde Sie darüber informieren. Sobald wir die Kontaktmöglichkeiten haben für die Justiz, dann lassen Sie mir bitte zukommen. Sollten Sie einen Meisterbrief vorliegen haben, das war nicht deutliche Absicht dazu, werde ich mich mit der Frau Sammer nochmal besprechen. Ich werde diesen Fall dann ad acta legen. Die Frau Sammer kann aber zivilrechtlich gegen Sie vorgehen. Das muss ich dazu sagen. Herr Fischer, dürfte ich etwas anmerken? Bitte, hauen Sie raus. Ich möchte bitte anmerken, dass Herr Smoker während der Verhaftung komplett kooperativ war und das war also vorbildlich von ihm. Deswegen sage ich ja, also da stehe ich auch nicht im Weg. Ich bin der Letzte, der da im Weg steht. Ich werfe ihm, wie gesagt, nur diese Körperverletzung vor, die von Frau Sommer angezeigt wurde. Ganz einfach. Auch alles richtig. Deswegen ist Herr Lücke auch gerade nicht im Gefängnis, sondern ist gerade hier im Meetingraum mit uns. Ich würde es so machen, ich würde tatsächlich da, wenn Sie mir das glaubhaft schildern können, das sage ich Ihnen aber deutlich, Herr Smoker, wenn Sie mir den Meisterbrief zukommen lassen, werde ich diesen Fall ad acta legen. Jetzt zu dem Moment. Ich kann den direkt holen gehen. Den kann ich Ihnen in die Hand drücken. Mir wäre es lieber, wenn Sie es mir zukommen lassen, Herr Smoker. Dann wäre es mir lieber. Weil ich muss es tatsächlich auch mit den... Ich bin Star-Friseur gewesen. Okay, wenn Sie da Unterlagen haben, werde ich das dem Oberstaatsanwalt auch vorzeigen. Und dann werde ich diesen Fall ruhen lassen. Seien Sie nur bewusst, dass die Frau Summer auf diese Fallakte in einem Sachverhalt des Was hat denn mein Brief mit der Angelegenheit zu tun? Der Brief hat damit zu tun, wenn Sie einen Meisterbrief haben, gelten Sie somit ganz normal als Meisterfriseur und somit hat sich... Das steht ja auch drauf. Ja, genau. Und somit hat die Frau Summer sich in eigener Angelegenheit sich zu Ihnen begeben, zwecks diesem Frisurschnitt. Das hat die doch sowieso, ob jetzt mit Brief oder ohne nicht.
Ja, wenn sie nicht nachweisen können, haben sie sich als Meisterfriseur ausgegeben und somit ist es eine Körperverletzung. Also so, und das mit Meisterbrief ist das keine Körperverletzung. Das darf dann tatsächlich zivilrechtlich geklärt werden, hat mit Strafrecht dann nichts mehr zu tun. Das ist so korrekt, ja. Weil im Endeffekt geht es hier um Strafrecht. Punkt 1, wenn sie den Meisterbrief nicht haben, reden wir nicht nur von einer Körperverletzung, sondern reden wir auch von Urkundenfälschung. Inwieweit hat denn der Herr Smoker Anrecht auf Akteneinsicht, wenn er sich selbst verteidigt, Herr Fischer? Er darf alles sehen, außer die Zeugenaussagen und die Namen der Zeugen, weil das ist tatsächlich, wenn er direkt angeklagt ist, darf er diese nicht einsehen. Das darf nur ein Rechtsanwalt einsehen. Den Sachverhalt darf er gerne sich angucken, aber die Daten zu den Zeugen nicht. Hat einfach was mit der Sicherheit der Zeugen zu tun. Auch wenn sich der Smoker jetzt kooperativ zeigt, es hat einfach was damit was zu tun. Über einen Anwalt kann er alles erfahren. Der Anwalt muss aber auch da Sorgepflicht walten lassen, dass er nicht... Ein Anwalt hätte... komplette Einsicht, aber er darf auch die Namen von den Zeugen nicht weiterleiten. Gut, Herr Smoker, ich würde Ihnen dann raten, einen Anwalt einzuschalten. Nö, für so einen Blödsinn nehme ich keinen Anwalt. Okay. Nö. Das ist für mich wie Hühnerscheiße. Sag ich ganz ehrlich, wie Hühnerscheiße ist das. Sie müssen es aber so sehen, Herr Smoker. Und das sage ich Ihnen einfach auch, als Staatsanwalt sollte sich dieses Missverständnis... Sind Sie überhaupt Staatsanwalt? Ja, ich bin Staatsanwalt. Zeigen Sie mal Ausweis oder Papiere, Ihre Meisterschulung. Zeigen Sie mal. Ich habe nur ein Staatsexamen. Ja, wo haben Sie das denn? Lassen Sie mir da mal zukommen. Ich traue Ihnen nicht. Können Sie gerne machen. Kann ich Ihnen gerne zukommen lassen. Wie soll ich Ihnen zukommen lassen? Ja, wenn ich das eingerichtet habe, können Sie das. Ja, sehen Sie, passt doch. Dann lasse ich Ihnen auch zukommen, ein Staatsexamen. So, und Alter, das lächerlich. Sachverhalt ist, wie gesagt, folgender. Sollte die Frau Summer, ich glaube, Summer heißt sie, ich werde mit ihr auch noch drüber sprechen. Vielleicht wird sie auch selber die Anzeige zurücknehmen, wenn ich ihr den Sachverhalt erkläre, wenn sie mir einen Meisterbrief vorlegen können. Sollten sie mir keinen Meisterbrief vorlegen können, bleibt die Sache mit der Körperverletzung auch im Raum und dann ist die Frage, inwieweit wir sogar Dokumentenfälschung reingehen. Weil haben sie mit einer Sache sich ausgegeben, was sie nicht sind. Aber wenn sie sagen, sie haben einen Meisterbrief, ist darüber gar nicht zu denken. Das zu diesem Fall. Aber trotz alledem kann die Frau Summer zivilrechtlich gegen sie vorgehen. Und dann muss halt ihre Versicherung im Endeffekt greifen, wenn sie eine haben. Ja, aber ich muss tatsächlich... Ja, okay. Bitte. Naja, genau. Das machen wir später. Genau. Haben wir das soweit verstanden? Ich verstehe alles. Ihr könnt euch auf Arbeit einstellen, die nächste Zukunft. Könnt ihr euch auf Arbeit einstellen. Ich werde auf alles achten. Ich werde alles zur Anzeige hier bringen. Ihr könnt euch auf Arbeit einstellen. Besser gesagt, Sie. Herr Smoker, da haben Sie auch das gute Recht zu. Ja, das werde ich auch machen. Genau, wenn Sie sehen, dass irgendwo Unrecht passiert, bringen Sie es bitte ruhig zur Anzeige. Natürlich. Hat er mit Arbeit nichts zu tun. Im Endeffekt, wir gehen alle nur unserem Job nach. So wie ich meinem Job als Staatsanwalt nachgehe, wenn ich sehe... Wie lange haben Sie den schon? Bitte was? Was? Was habe ich? Wie lange haben Sie den Job schon? Ich habe den schon fast 10 Jahre, bin ich in der Justiz tätig. Also glauben Sie mir, ich habe da schon einiges an Erfahrung mit dabei. Das glaube ich. Und ich mache Ihnen gerade ein sehr freundliches Angebot. Das ist mir egal, ob das freundlich ist oder nicht. Das ist mir egal. Das ist mir egal. Die Frau hat gewusst, wer ich bin. Die Frau ist freiwillig mitgegangen. Die hat gestunken wie Sau, die Frau. Keine Ahnung, was das für ein billiges Parfüm war. Ich habe genossen. Und das ist, wenn die das doch hat die das nicht gesagt? Und dann ist das ein Unfall. Und sie holen mich hier in Ketten mit Fußkugeln von der Straße. Mit Fußkugeln? Ja, übertrieben gesehen. Also ich muss den Handschellen da gehen. Der Hopfen hat schon gesagt, Smoker, wenn da was verurteilt oder sonst irgendwas, wirst du kein Sanitäter hier. Moment. Herr Fischer, könnten Sie mal kurz, das beißt mir. Kommen Sie mal kurz mit. Bitte. Ja. Dabei wollte ich eigentlich noch jemanden fragen, ob er da mal drüber gucken darf. Und jetzt geht das schon direkt los. Wo drüber gucken? Über die Akte. Die habe ich doch geschrieben. Na so. Habe ich doch auch gestern Sie befragt. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und darum bin ich ja auch verwundert, junges Fräulein, dass ich hier von der Straße gefischt werde. Ja, das war unsere Anweisung so. Ne? Wir haben halt nur Befehle bekommen. Von dem Heini da im Anzug? Nee. Von der Leitstelle, ja. Na so. Herr Smoker.
Ja, bitte, Staatsanwalt. Ich habe mich gerade mit Herrn Malone lange unterhalten und tatsächlich wurde diese Fallakte etwas, nennen wir es, falsch aufgenommen. Die Damen und Herren, die an dieser Fallakte gearbeitet haben, waren wohl etwas übermütig gewesen. Ich möchte mich natürlich in dem Fall bei Ihnen entschuldigen. Die Fallakte wird automatisch geschlossen. Ihnen wird nichts mehr vorgeworfen. Ich werde es auch gerne Ihrem Chef. Warum? Weil tatsächlich dort drin steht, und nehmen Sie es nicht übel, ich bin seit 5 Minuten, habe ich erst die Akte gelesen und bin sie nur durchflogen, aber Herr Malone hat mich gerade darauf hingewiesen und hat er recht. Derjenige, der die Akte angefertigt hat, hat tatsächlich mitgeteilt, dass die Frau Summer ausgesagt hat, dass es bei Ihnen aus Versehen passiert ist. Ich verstehe nicht, wieso eine Fallakte deswegen aufgenommen wird, wieso eine Anzeige überhaupt möglich ist, wenn die Frau Summer selber das zugibt. Ich bin gerade leicht, verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin minimal verärgert. Weil mir das so gesagt wurde, Herr Fischer. Das ist schon richtig, aber dann nimmt man keine Anzeige auf, Frau Rain. Ich habe alles nachgefragt. Ich habe mit Herrn Malone gerade gesprochen. Herr Staatsanwalt, tun Sie mir einen Gefallen. Bitte. Seien Sie zu der Frau Rain nicht böse. Ja, hat das ja nicht extra gemacht. Nein. Oh Gott, nein, ich bin absolut nicht böse. Das ist einfach, der Sachverhalt ist einfach folgender. Da muss man, es ist so oder so am Sonntag eine Schulung und da werden wir dieses Thema alle ansprechen. Und ich kann mich da in dem Fall nur bei Ihnen entschuldigen, Herr Smoker. Trotz alledem. Macht 400 Dollar. 400 Dollar kriegen Sie gleich. Kriegen Sie von mir. So nett bin ich. Ich kann auch zu meinen Fehlern stehen. Trotz alledem, lassen Sie mir bitte den Meisterbrief zukommen. Müssen Sie mir nur sagen, wohin. Gut, wie gesagt, da werde ich auf Sie zukommen. Ihre Rufnummer habe ich ja über die Fallakte. Und wenn Sie den haben, ist die restliche Sache auch erledigt, ja? Okay. Und Sie sind nicht vorbestraft, gar nichts, alles ist in Ordnung, Herr Smoker. Ja. Ich bedanke mich für Ihre Kooperation. Es tut mir leid, falls Sie da vielleicht falsch abgeholt worden sind, aber Sie dürfen nicht falsch verstehen. Nee. Auch bei mir klingelt aber die Aber tun Sie mir Gefallen und seien Sie nicht böse zu der Frau Rain, die kann da nichts für. Nein. Das ist, ich werde der Frau Rain direkt keine Vorwürfe machen. Alles gut. Das übernehme ich, Herr Smoker. Nein, nicht böse sein zu der, die kann da nichts für. Ne, Frau Rain? Ja. Das kläre ich gleich mit den Herrn Malone. Ja. Darf ich jetzt wieder gehen? Sie dürfen natürlich gehen. Und Sie kriegen sogar von mir noch die 400 Dollar als Entschädigung. Warte, 400 Dollar? Oh, ja, natürlich. Ja, wenn Sie gesagt haben, dass Sie 400 Dollar als Entschädigung haben möchten, nehme ich natürlich gerne an. Da hätte ich mal 4.000 gesagt. So. Ja, sehen Sie, Sie haben 400 gesagt. Das ist nicht mein Problem, Herr Smoker. Ja. So, okay. Haben Sie bekommen? Dankeschön. Nee, aber Dankeschön. Dankeschön. Gerne, Herr Smoker. Schönen Tag noch und vielen Dank. Ja, und entschuldigen Sie auch. Kein Problem. Tschö. Schönen Abend. Ha, Gott, Alter, mir ging echt jetzt die Lackflasche, dass ich kein Arzt, dass ich kein Sanitäter mehr werden darf, oder? Leck mich am Arsch, ey. Smoker braucht eine Kippe, ey. Erstmal piefen hier. Gott, ey, leck mich die Füße.